Hallo Freunde, es gehört zu unserem Dank zu Allah, dem Erhabenen und Hohen, dass wir ihn so anbeten, wie er es am meisten liebt. Und das ist das Gebet. Allah, der Erhabene, sagt in Surah Al-Baqarah: Bewahrt die eure Gebete und das Gebet der Mitte und steht Allah gegenüber demütig im Gebet. Aber wisst ihr, liebe Freunde, wie wir beten müssen? Vor dem Gebet müssen wir viele Sachen vorbereiten, um richtig zu beten. Zum Beispiel, dass wir die Gebetswaschung machen, saubere Kleidung tragen, an einem sauberen Ort stehen und zur Qibla uns wenden. Und danach fassen wir die Absicht im Herzen zu beten, heben unsere Hände auf Höhe der Ohren und sagen Allahu Akbar und legen unsere rechte Hand auf unsere linke Hand auf unsere Brust. Danach lesen wir die Al-Fatiha und danach, was uns leicht fällt vom Koran. Danach gehen wir in die Verbeugung, indem wir sagen Allahu Akbar und sagen in der Verbeugung Subhan Rabbi al-Azim dreimal. Danach hebe ich mich von der Verbeugung hoch und stehe und sage Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Danach gehe ich in die Niederwerfung, indem ich sage Allahu Akbar, werfe mich nieder und sage in der Niederwerfung Subhana Rabbi al-A'la dreimal. Danach sage ich Allahu Akbar und sitze. In dieser Sitzung sage ich Rabbi ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Danach werfe ich mich wieder nieder, indem ich sage Allahu Akbar und sage wieder in meiner Niederwerfung Subhana Rabbi al-A'la dreimal. Danach stehe ich auf zu der zweiten Gebetseinheit und mache das Gleiche, was ich in der ersten Gebetseinheit gemacht habe. Aber nach der zweiten Niederwerfung setze ich mich hin und sage den Tashahhud bis zum Ende. Danach sage ich nach rechts Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, um das Gebet zu beenden. Danach sage ich nach links Assalamu alaikum wa rahmatullah zum zweiten. Wenn das Gebet drei Gebetseinheiten hat, wie das Maghrib-Gebet, wie das Abendgebet, dann bete ich von der ersten bis zum dritten Gebetseinheit und danach in der dritten lese ich nur die Al-Fatiha. Danach werfe ich mich zur Verbeugung, danach zur Niederwerfung, zweimal in der Niederwerfung, danach setze ich mich wieder zur letzten Tashahhud. Oder ich stehe auf zur vierten Gebetseinheit, wenn das Gebet vier Gebetseinheiten hat. Vier Raka'a, wie zum Beispiel das Isha-Gebet, also das Nachtgebet. Danach sitze ich zum vierten und sage den Tashahhud komplett. Danach sage ich am Ende des Gebets nach rechts zeigend, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und danach schaue ich mit meinem Kopf nach links und sage, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So haben wir dann ein Gebet gebetet, wie es sich gebührt. Möge Allah von uns und euch annehmen. Und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.